Ja, schönen guten Abend, Krefeld und zu. Und nochmal anknüpfend an die Sachen der Kommunalpolitik. Ich sehe also hier die ein oder anderen künftigen Krefelder und anderen Ratsherren und Damen. Und wer weiß, vielleicht den ersten Bürgermeister der AfD in Krefeld. Ja, die Marschrichtung der kleinen Rede jetzt ist ein Rück- und Ausblick und dann natürlich ein Tatsachenbericht und Arbeitsbericht aus Berlin. Ja, so, wenn man aus Köln kommt, noch so ein besonderes Vergnügen. So von der dysfunktionalsten Stadt im Westen, größte dysfunktionalste Stadt im Westen, in die größte dysfunktionale Stadt im Osten zu kommen. Ja, wie fing das an, das Jahr der große Anlauf? Das war ja die zweite Schlacht von Essen, ja? 25. 26. Februar, wo die erste Wahlrunde für die Bundestagsliste der AfD NRW da war. Und dann gehörte ich zu den wenigen, die es geschafft hatten, unterhalb dieses Radars, was da vorgegeben war, unterhalb aller Gesetztheiten. Ich hatte aber mit keiner Parteispitze irgendwelchen großartigen Kontakt, wenn es um Kandidaturen ging, wenn es um die Besetzung von Posten ging. Das war vom Anbeginn bei meiner Mitgliedschaft in der AfD so, ist auch bis zum heutigen Tage geblieben. Das mag sich ändern, weil der Professor Kollege Meuthen ja ein ganz vernünftiger Mensch ist, ja, kundig und auch von seinen menschlichen Qualitäten her. Vielleicht wird er zum ersten Mal tatsächlich eine Zusammenarbeit zwischen mir und der Parteispitze stattfinden. Bei der zweiten Schlacht um Essen, in Essen hatte ich dann auch 6 Stimmen über dem Quorum, damit sogar 2 oder 3 mehr als der wunderbare Martin Renner. Ja, und ich weiß nicht, ob es rechnet sich um 51,23%. Ein ordentliches AfD-Wahlergebnis. Ja, drunter machen wir es nicht, aber sehr viel drüber auch nicht. Ja, das ist die Demokratie. Das ist Demokratie. Und die erste Schlacht an Essen, da werden vielleicht auch die ein oder anderen dabei gewesen sein, im Jahre 2015, erste Schlacht von Essen, ich glaube am Großen, war es der 4. Juli, was ein großer amerikanischer Tag war, oder war es der 14. Juli, was ein großer französischer war, das war ein großer deutscher Tag. Ja, dann bin ich in die Kandidatur eingetreten. Wir hatten uns ja immer in Düsseldorf regelmäßig getroffen. Die Kandidaten 25 an der Zahl. Guido Krepper war auch einer von den Kandidaten. Dann fing der heiße Wahlkampf an. Wärmer und mehr, wärmer und am Schluss dann heiß. Und die Erlebnisse eines Bundestagskandidaten muss ich ja hier nicht großartig in die Erinnerung rufen. Viele von Ihnen sind es ja selbst gewesen oder dann wenigstens bekannt oder Unterstützer von Bundestagskandidaten, wo man sich dann an den Ständen rumschlägt mit denen, die im Vorbeigehen Nazi zischeln und so weiter als Standard, ja, ob jung oder alt, diese unkundigen Anwürfe und so weiter. Oder die Wahnsinns-Podiumsdiskussion, wo man dann Kollegen hat von alteingesessenen Parteien, die auch schon Jahre im Bundestag verbracht haben, so zum Beispiel in Köln, eine Podiumsdiskussion in einem Alterswohnheim, da war das Durchschnittsalter so 70 gewesen, und die haben diesen Leuten den gleichen Mist erzählt, wie auf den Podiumsdiskussionen an Schulen und so weiter, wo halt im Durchschnitt 17-jährige Schüler vor einem saßen. Die EU ist toll, das ist ja ein Friedensprojekt und so weiter. Also ob man gewisse Geschichten 17-Jährigen oder 70-Jährigen erzählt. Wenn diese Geschichten die Qualität haben eines betrügerischen Haustürgeschäfts, ja, oder der Kaffeefahrt der Rentner, die dann im Hochsommer ein Dutzend Heizdecken verkauft kriegen, ja, im Hochsommer und eigentlich keine einzige überhaupt, das ist die EU-Rhetorik und der Standard unserer politischen Gegner. Und das Problem ist schon immer mal wieder, dass die Leute einfach nicht gewohnt sind, mal einen ordentlichen Weinkredenz zu kriegen, sondern der ist nicht süß genug. Sie sind den Fusel gewohnt, den geistigen Fusel sind sie gewohnt. Wenn man ihnen was bietet, was wie sauer Bier schmeckt, dann ist das nichts. Das will ich so recht rein. Ja? Deswegen das Bedürfnis für Schund und für Lüge und für Betrogenwerden, das ist definitiv da. Sonst würden nicht über 80% der Leute immer noch irgendwelche Altparteien wählen. Ja?
Möglichkeit, sie mit Qualität zu bekehren, belehren, zu retten, zu verbessern, ja, dass sie einmal überhaupt erfahren, was vernünftige Argumente sein können. Wie vielfältige Argumente nicht nur für gewisse Dinge sprechen, sondern vielleicht vielmehr noch die dagegen sprechen oder sprechen. Ja? Dass die Leute, die das vortragen, also die Argumente, selbst wenn sie die Argumente nicht wirklich verstehen können, weil sie zum ersten Mal hören, dass man auch so über EU und andere Themen denken und reden kann, dass die Leute, dass sie sehen, das ist ein Unterschied zwischen den verkrachten Existenzen der Altparteien, heute habe ich es irgendwo gelesen, den schön auf den Punkt gebracht, wo sich 10 Altparteienmitglieder, das müssen nicht nur die Grünen sein, ja, 10 Altparteienmitglieder und Abgeordnete oder Aktivisten teilen sich einen Berufsabschluss. Das ist eher andersrum. Da haben die Leute eigentlich mehr als einen Berufsabschluss, sehr oft auch zweite und dritte und verdächtig viele Doktoren, die gibt es ja überall, aber echte, die den Titel nicht gekauft haben. Zum einen der ersten Einzelnen, nachdem dann die heiße Phase vorbei war, es war am Vorwochenende, bevor ich am 24.09. nach Berlin gefahren bin, da rief Radio Berg an. Ging es um den Parteitag, den Landesparteitag, der in Wiel stattfinden sollte, ja, hin und her. Und da hatten sich ja die Gutmenschen und Aktivisten dagegen ins Zeug gelegt. Ja. Da wurden also unschuldige Kinder, Vereine und sonst was vorgeschoben. Wie kann man es zulassen, dass man in einem, ich weiß jetzt nicht mehr den Namen von dem Gymnasium, in einem solchen Gymnasium die Bösen... Ja, ja. Dann die bösen Nachfolger welcher Partei auch immer, weder Zahlen noch Namen nennen, ja. Und da ist mir eigentlich eins, was hat der Normalbürger, der hier seit 70 Jahren umerzogen ist und auch der Musterdemokrat ist, was hat er für Vorstellungen von Parteien, von Demokratie, von Parteigesetz und so weiter? Es ist hier keine Leistungsschau mit Fackelzug oder sonst was, keine Lustreise, die in der Provinz oder in der Stadt veranstaltet wird, wenn Parteitag, zu welchem Zweck auch immer ist, oder ein Wahltag, sondern es ist eine gesetzlich vorgegebene Pflicht, der demokratische Parteien nachkommen müssen. Ja? Und das in dieses Licht zu rücken, was verlangt man uns da? Wahrscheinlich tun wir dem Gegner dann einen Gefallen oder führen ihn so richtig vor. Unsere Parteitag, die müssen hier in NRW, nicht nur da, die machen wir im Teutoburger Wald im Zirkuszelt. Ja, das wird man uns vielleicht nicht in Abrede stellen. Ja? Parteitag, Teutoburger Wald, Zirkuszelt. Wenn das ist, was das Einzige ist, was geht, dann ist das eben so. Ja? So, der erste Großeinsatz in Berlin, da komme ich dann zum Schluss mit, das wird dann so eine Art Director's Cut. Die letzte Rede, ich hatte mittlerweile 2 Möglichkeiten, nicht nur 1 Minute wie in Straßburg, Brüssel, ja, Kollege Meuthen jetzt konfrontiert ist, das kurz vor Mitternacht, es kann auch in Berlin kurz vor Mitternacht werden, ja. Aber man hat meistens längere Redezeiten, so zwischen 10 Minuten und 8 Minuten und wir machen es sehr oft so, dass wir die auch teilen, damit auch dazwischen ein bisschen Luft ist. Ja, es kommt dann der erste von der Partei dran und dann kommen andere nach einer Reihung, die im Ältestenrat ausgekaspert wird und dann kommt nochmal einer von der Partei dran. Da kann man immer schöne Doppelschläge machen, das hat sich eigentlich bewährt. Also 2x4 Minuten und da werde ich so eine Art Director's Cut der letzten 4 Minuten vortragen und den auch so, wie er eigentlich mit dem, was zwischen den Zahlen steht vielleicht. Ja. Aber zunächst nochmal zu den anderen Punkten. Europa entzaubern, das kommt dabei raus, wenn man sich wirklich, wenn man die Sache ernst nimmt und die Leute und Versprechungen beim Wort nimmt. Ja. Was ist dadurch besser geworden? Was ist schlechter? Welche Probleme waren in Europa da? Schon vor dem Euro, der besonderen Euro-Problematik, das kommt alles in dieser Form auf. Ein weiterer Punkt, der da eine große Rolle spielt bei unserer Arbeit in Berlin, ist die Sache mit der Identitätspolitik. Das auch im Wahlkampf noch angesprochen und sind inzwischen keine Pressevertreter mehr da oder doch noch? Nein. Haben ihre Schlagzeilen für den Tag mitgenommen und so weiter. Das muss mehr als eine Schlagzeile überwacht, das ist nichts. Da hatte ich mal die Eingebung, ich weiß nicht, ob das ein Herzog, ein Rat war oder so.
da kannst du das schreiben, kannst du das sagen, kannst du Leute, die nicht hundertprozentig sind, sondern so halb entschlossen, ein bisschen verunsichert, neugierig, kannst du die mit dem starken Tobak irgendwie behaken, kriegen die dann nicht Angst oder fällt bei denen dann ein Groschen? Ja? Also diese Sache mit der Identitätspolitik, das, was uns eigentlich mehr als das Euro-Thema zur Partei hat werden lassen und Akzeptanz finden lassen, weil wir das ansprechen, was immer offensichtlicher geworden ist, immer wieder schön geredet wird, wenn es nicht zu leugnen ist, etc. Und das habe ich ausgedrückt in diesem Gedanken, indem ich dem Publikum die Frage stelle, alles, was wir in den letzten Jahren beobachtet haben von Grenzöffnung im September 2015, vorher war es ja ein jahrzehntelanger, jahrelanger Kleckerschaden, ja wieder Wasserrohrbruch im Keller, es kleckert, da kommen mal ein paar Tausend, mal 10.000, fällt nicht großartig auf, wird verdünnt und dann ist der Rohrbruch da gewesen, definitiv, dann kommen nicht und bleiben nicht Tausende und zigtausend, sondern sie werden zu 100.000, so, dass auch der Normalbürger sehen muss, aha, es sind sehr viel mehr Leute als zuvor und das ist sehr viel verworrener als zuvor und sehr viel weniger. Antworten sind hier gegeben, die Politik versteckt sich, rede schön und so weiter. Ausgedrückt in dem Spruch, in der Frage, wollt ihr die totale Migration? Wollt ihr sie, wenn nötig, noch totaler und migratorischer, als man sich bisher überhaupt vorstellen kann? Ja. Hinaus, was seit Jahren und Jahrzehnten von Parteien und ihren Vorfeldorganisationen, von den Medien, von der Wissenschaft, von der Pseudowissenschaft und was uns heiß gemacht wird. Ja? Das Hinnehmen von Zuständen, die am Ende keinem gut tun, auch nicht diejenigen, die da kommen. Ja? Was macht diese Politik, diese angebliche Politik, Gänsefüße, wenn die Worte schon wieder, Flüchtlingspolitik, weil es ist ein Gehen lassen, ein Geschehen lassen, ein sich treiben lassen und viele bringen da ihre Schäfchen ins Trockene, ohne dass man nur da Farbe bekennt. Ja? Das ist eine Mischung, was diese Politik macht, aus Indolenz, ja? Also Faulheit, mit anderen Worten, die Katze, die keine Mäuse fängt, obwohl sie dafür angeschafft wurde, ja? Nur noch auf dem Sofa liegt und aufs nächste Futter wartet. Ja? Dazu ist unsere Politik degeneriert, auch die Institutionen, auch die Verwaltung und so weiter. Ja, da steht zwar noch drauf, Polizei funktioniert aber nicht mehr so, es steht drauf, Justiz funktioniert aber nicht so. Ganz schlimm, da wo es drauf steht, Militär, ja, was weder im Ausland noch hindert, diese Ridikulisierung, diese Fake-Veranstaltung ist eigentlich offensichtlich, das ist das eine, Indolenz heißt das da so im Volkswirtsdeutsch von Friedrich List. Also keine Grenzsicherung, keine Anwendung gesetzten Rechts einerseits und so weiter. Und auch das andere, was diese Leute machen, ist Geschäftsführung ohne Auftrag. Ja? Geschäftsführung ohne Auftrag. Also die Bundesregierung und ihre vielen Staatsversager, Verbündeten, arrangieren hier eine kollektive Zwangsehe für uns alle. Entgegen allen unseren Staatsbürger und eigenen Menschenrechten werden hier irreführend verabsolutierte, instrumentalisierte, internationalisierte Rechte auf Einwanderung und Einwanderung in andere Leute Sozialstaat. Wie zugelassen, gefördert, teils sogar erzwungen, ja, also es ist unglaublich. Und wir sollen die kulturfremden, fernsten Nachbarn akzeptieren, die für ihre eigenen Kosten nicht aufkommen. Ja? Und das ist irgendwie der Knackpunkt. Natürlich kann man sagen, Deutschland hat es ja immer gesagt und gemacht, wir sind weltoffen. Hier ist insbesondere ein Platz für Leute, die sich anpassen und die jetzt ein ganz langweiliges Wort, die mehr einspielen als sie kosten. Ja? Und die Akzeptanz von Einwanderung, ja, das ist die Sache mit den verschiedenen Restaurants, dass man nicht nur Currywurst kriegt oder Eisbeine, das rotiert der Normalverbraucher ja schon irgendwie, aber rotieren tun immer weniger Leute, die ganz klare Aussicht, dass die Sache sich niemals rechnet, dass es ökonomisch fatal ist und dass es kulturell auch irgendwie zu viel ist, weil es gilt bei diesem Migrationsthema, egal wie offensiv oder defensiv man das angeht, das gleiche wie beim Massentourismus. Habe mich gewundert, dass noch kein Qualitätsjournalist oder Wissenschaftler oder so diesen Punkt mal gemacht hat. Ja? Das ist die große Gemeinsamkeit zwischen dem Massentouristen und dem Massenmigranten, ob als Flüchtling oder wie auch immer bezeichnet.
Der Massentourist wie der Massenmigrant vernichtet das, was er sucht, indem er es findet. Ja? Also in dem Moment, wo tatsächlich die Dinge umschlagen, das Wasser plötzlich trüb wird, dann die Rotalgen da sind oder sowas, dann ist offensichtlich zu viel des Guten. Oder dessen, was eigentlich gut sein könnte, ist umgeschlagen in was Schlechtes. Ja, was Abwehrreaktionen hervorruft, und zwar nicht nur ungesunde Abwehrreaktionen, und was darauf wartet, endlich bitte schön mal wieder ins Lot gebracht zu werden. Ja, darf ich das erzählen? Ja, wir haben uns und diesem ganzen Laissez-faire der Weltoffenheit des Migrationsmanagements wird mit dieser völligen Rechtlosigkeit, dieser völligen Massenhaftigkeit, dieser völligen Perspektivlosigkeit, kann man alles falsch, man kann nicht sagen, es ist nicht perspektivlos, es hat eine klare Perspektive und eine klare negative Perspektive. Ja, das ist ja das Schlimme, dass hier keine Möglichkeit zum Träumen ist. Und deswegen, so sehr wir uns auch nach Weltoffenheit sehen und das auch durchaus praktizieren, ja, nicht nur als Tourist im Ausland, sondern ein gewisses Maß an Migration, erst recht, wenn sowas mit einem positiven Beitrag ökonomisch, kulturell und so weiter zu tun hat, wird ja nicht in Frage gestellt. Aber das, was wir hier erleben, ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht, das ist Migrationsmigräne. Ja? Migrationsmigräne einfach. Das sind ja Migranten selbst teilweise. So, dann sind wir auch schon beim Europa, was für diese ganzen Dinge eben keine Lösung ist, sondern ein Problem, teilweise ein Problemschaffer oder ein Problemverstärker. Ja, und meinen kritischen Europa-Ansatz, den habe ich nicht irgendwie in der AfD aufgesogen oder inspiriert, sondern bin ich seit zwei Jahrzehnten, seit Beginn meiner Lehrtätigkeit, eigentlich schon im Studium und Promotion, dabei mal zu hinterfragen, ja, ist schön und gut, was in den Hochglanzbroschüren steht, wie schön und toll alles ist, aber was bleibt davon übrig, wenn man mal sich ein paar elementare Statistiken und Zahlen und Tatsachen anguckt? Und dann wird das Ganze eben relativiert. Und das eben nicht nur im Theoretischen, sondern auch im Praktischen. Und die Sache, die wir uns jetzt gleich mal angucken, mit der Irland-Geschichte, das war meine erste Bundestagsrede, die zeigt uns, wie sehr Europa eine Problemverstärkung darstellt, und auch hier, wie es der Kollege Meuthen auch so schön gesagt hat, es geht ja nicht darum, Europahass und dem hat Nationalismus, als was man alles diffamiert wurde. Ja. Es geht darum, klarzumachen, die Leute, die wollen, dass Europa ehrlich und gewinnbringend für alle Beteiligten und nicht für alle außer die Deutschen, ja, die da ein vernünftiges, ehrliches Geschäft draus machen wollen, das sind die wahren Freunde Europas. Und nicht diese anderen, die mit bunten Glasperlen oder in Amerika gibt es ja den Bruch des Sugar Daddies, der die Kinder am Spielplatz anlockt mit schönen Murmeln und Bonbons und so weiter, und was danach läuft, weiß ich nicht so. Und so geht die europäische Politik vor, dass sie eben alle möglichen Staaten, große und kleine, lockt mit den Subventionen. Und wenn sie vorher nicht unehrlich waren, dann wären sie es danach. Ja, also das viele Geld ist kontraproduktiv, und wunderbar hat sich das gezeigt in dieser einen Sache, als, Sie werden es nicht glauben, es wollte mal einer in Europa Geld zurückzahlen. Ja, also nicht die Club Med-Variante, ja, wir brauchen jetzt mehr neues Geld, um das alte zurückzuzahlen, sondern tatsächlich zurückgezahlt. Irland hatte da, das war der Aufschlag im Bundestag im November 2017, den Antrag gestellt, der am Ende landet beim deutschen Finanzminister, geschäftsführend Altmaier. Und da hatte Irland gesagt, wir wollen unsere Schulden, die hatten in der sogenannten Schuldenkrise, die in Wahrheit eine Staatsschuldenkrise ist, eben zwei Riesenkredite aufgenommen, über 40 Milliarden vom, Sie erinnern sich an den EFSM, der sollte ja nur vorübergehend sein. Der wurde dann verewigt im ESM und so weiter. Da stehen also 40 Milliarden aus, über 40 Milliarden. Und beim IWF, der bösen amerikanischen Institution, die ab und zu mal auch das Geld zurückhaben will, ja, da auch mal drauf dringend, da haben sie über 20 Milliarden Schulden. So, und diese 20 Milliarden, die wurden abgelöst, indem sie im Vorvorjahr 18 Milliarden zurückgezahlt hatten, und da wollten sie jetzt die restlichen Milliarden zurückzahlen. Dafür war das Geld offenbar da, und der Deal war natürlich, wir zahlen den einen das Geld zurück, aber nicht den anderen.
Ja, also die amerikanische Institution, wo die Amerikaner und andere drin sind, IWF, die kriegen ihr Geld. Und das, was rein europäisch ist, das muss man ja nicht so ernst nehmen. Ja, das ist die Lehre aus dem Ganzen. Und da wurden eben Anträge gestellt und unsere spontane Eingebung war, wir sagen natürlich Nein dazu, die sollen alles zurückzahlen, alle Gläubiger sollen gleich behandelt werden, das sind die Verträge, nennt sich langweilig eine reziproke, proportionale Rückzahlung und so weiter. Und wir sagten, natürlich bestehen wir darauf, wir sagen Nein zu diesem Antrag, zuzulassen, dass nur einer bedient wird. Und die anderen übergreifend, CDU, FDP, Grüne, hatten natürlich tolle Gründe, den Iren das Geld quasi zu schenken. Ja, alle bekommen ihr Geld zurück, nur nicht Europa und Deutschland in seiner Mitte. Da hatte ich irgendwie die Eingaben nebenbei bemerkt, das ist ein Änderungsantrag der Farbe. Und wir haben da wirklich oft die Praxis, dass am Tage einer Sitzung das morgens ausliegt. Und theoretisch hatten sie vielleicht die Möglichkeit, sich über Nacht das mal anzugucken. Aber praktisch wissen sie nicht wirklich, was drin steht. Das, was in Brüssel noch viel schlimmer geschieht, da gibt es nicht nur zwei-, dreiseitige Papiere, sondern Sachen, die so dick sind wie wahrscheinlich das Krefelder Telefonbuch, ja, die sie dann innerhalb von wenigen Stunden oder maximal einen Tag oder über Nacht sich zu Gemüte führen müssen und dann Entscheidungen zu finden müssen. So ein Ding hatten wir dann angedacht, Änderungsantrag, das wollte ich ein bisschen so gemacht haben wie die Emser Depesche, ja, von 1817 und so weiter. Ich wollte eigentlich nur ein Wort ändern. Also es war nur eine halbe Seite, ein längerer Absatz. Wir bitten den Bundestag zuzustimmen, dass der IWF sein Geld bekommt, aber wir als ESM und Bundesrepublik verzichten darauf, dass wir gleich behandelt werden und auch Geld zurückbringen. Ja. Da habe ich gesagt, wir möchten mindestens die Hälfte von dem Geld zurückhaben. Ja, also 100% verlangt man ja schon gar nicht mehr heutzutage, da waren sie schön vorgeführt und irgendwie muss die SPD das mitbekommen haben, die hat dann eben am frühen Morgen einen Antrag vorgelegt, wo sie so getan haben, als ob sie 100% Geld zurückhaben wollten. Ja? Das Ende vom Lied war, dass das natürlich ein reiner Fake war, die SPD hat in allem zugestimmt, auch den 18 Milliarden, die vorher gezahlt worden sind und hier haben sie versucht, da so eine Geschichte draus zu machen, um uns ein bisschen ins Hintertreffen zu bringen, nehme ich mal an. Aber die Geschichte endete natürlich so, dass keiner angenommen wurde, keiner, aber nicht die SPD, die behauptete, pro forma behauptete, wir wollen 100% zurückhaben, und dann die ganz konziliante, internationale, kosmopolitische, sanfte, nachsichtige AfD, die nur die Hälfte vom Geld zurück will, auch die Hälfte war so zu viel gewesen. Ja? Also sie haben uns nicht zugestimmt. Das wäre die einzige Möglichkeit gewesen, wenigstens die Hälfte vom deutschen Steuergeld zu retten. Und das sind Sachen, die man dann halt in einer 4-Minuten-Rede rüberbringen muss, weil nicht nur das Publikum vor dem Fernseher, vor dem Bildschirm nicht sehr viel mehr Zeit hatte und hat, sich da blitzartig eine Meinung zu bilden. Und vielen Leuten im Plenarsaal geht es eben genauso. Ja. Klar ist aber auch, dass die Entscheidungen meistens von vornherein feststehen, ja, wer wie abstimmt. Und da geht es halt nur darum, eine Begründung zu liefern, die nicht völlig hanebüchen ist und das Niveau, die Begründungen, die für ein Ja oder Nein geliefert werden können oder zurückgewiesen werden müssen, das haben wir deutlich angehoben. Ich glaube, auch hier wieder der böse Amerikaner, der Gute ist, Internet und YouTube, sonst wären wir faktisch tot. Stellen Sie sich vor, Sie wären darauf angewiesen, dass wir in irgendwelche Talkshows eingeladen wären oder eine angemessene Sendezeit hätten, wie die anderen auch. Ja? Bei diesen ganzen Maischenbergern, zum Beispiel, ich weiß nicht, Kollege Heuken hat ja was auf seiner Facebook-Seite mal nachgezählt. Von 43 Talkshows war die AfD dreimal eingeladen. Und das war sogar vor dem 24.09. gewesen. Ja? Also wir wären tot, wenn nicht so viele Leute das Internet nutzen würden und da das System unterlaufen. Und trotz Netzwerkzersetzungsgesetz, wie das unser Rechtsanwalt gerade immer so schön sagt, ist das Fenster in dem und über das wir wirken können. So, dann bin ich auch schon beim Abschluss, dass wir befähigt sein sollten, Europa und EU-Europa mal nüchtern zu sehen. Ja? Der Kollege Böhringer, der den Haushaltsausschuss im Bundestag übernehmen wird, der hat das schöne Wort, von dem finden Sie auch einiges im Internet, der ist auch
seit zig Jahren als Polizist unterwegs und hat eine Initiative auch stark angeschoben, die darauf hinauslief, dass das deutsche Gold, was ja überwiegend im Ausland gelagert wurde, ja, Paris, London und USA, dass wenigstens ungefähr die Hälfte zurückgekommen ist. Auch das nicht so ganz nachweisbar, aber man hat diese Leute erstmal zwingen können, es war ein langer Anlauf, da was zu machen. Und Böhringer im Haushaltsausschuss leistet da gute Arbeit, wollen Sie auch mal angucken auf YouTube. Wir sind dann bei der Entzauberung Europas über so eine kleine Geldmaßnahme hinaus, sondern im Grundsätzlichen halt. Ja? Also jetzt hier der Director's Cut, der dazu zu sagen ist, der auch die Grundlage nicht nur von 4 Minuten hat, sondern von zig Jahren theoretischer und praktischer Erfassung im Ganzen. Ja? Also die einzigen Interessen, die in Brüssel nicht vertreten werden, sind die des deutschen Steuerzahlers und Staates. Kann man so sagen. Ja? Besonders gut hat man es eben gesehen hier bei dieser ESM-EFSF-Geschichte, wo alle ihr Geld zurückbekommen, bloß nicht die europäische Institution mit dem deutschen Löwenanteil. Auch der Sparer finanziert diesen ganzen gepumpten Wohlstand mit. Ja. Man kann volkswirtschaftlich sagen, kann ja sein, dass die Bundesregierung, was weiß ich, 50 Milliarden in einer Zeitperiode von einem Jahr oder so spart, dadurch, dass es quasi Nullzinsen sind. Aber wenn in der gleichen Zeit der deutsche Sparer für sein Sparbuch etc. pp. 80 Milliarden weniger kriegt, ja, dann ist es klar, dass dieser Ersparnis der Bundesregierung nicht die Rendite des Sparers ist. Ja. Es ist ein schlechtes Geschäft, ja, wenn man 10 einzahlt und dann 5 zurückbekommt, ja, und das nach Jahren. Und das ist den Leuten auch nicht so wirklich klar. Ja. Wir haben ja die Illusion, dass alles so gut läuft. Aber es ist alles auf Pump oder mit fragwürdigsten Sachen finanziert. Und das Target-Problem brauchen wir eigentlich auch nicht großartig zu beleuchten. Es muss einem klar sein, dass diese Target-Geschichte ungefähr so etwas ist wie eine goldene Kreditkarte, mit der ein nicht besonders zuverlässiger Ex-Ehepartner oder Spieler in der Welt unterwegs ist. Ja? Und da kann man sich fragen, wer wird die Rechnung wohl am Ende zahlen? Und Oettinger, ja, unser großer Kommissar, ja, das auch hier wieder bezeichnen, dass die Leute, die schon im eigenen Land eigentlich nur Schaden angerichtet haben, ja, die werden dann als besonders qualifiziert für die Wahlen in Deutschland ins Ausland geschickt. Ja. Wir ahnen, wie das ausgeht und so auch hier. Der druckste zwar erstmal rum bis zum Dezember 2017. Ja, wenn die Engländer jetzt austreten sollten, dann wird das halt umfinanziert. Das heißt, wir sparen das ein und dann im nächsten Schritt war es, okay, wir sparen die Hälfte ein und dann kommt die Hälfte neue Zuzahlung. Und dann wurde noch ein anderes was aufgemacht. Ja, aber es gibt ja noch tolle Ideen, die müssen wir neu finanzieren, also neues Geld. Und das ist der ganze Block bei der Sache, dass wir jetzt bei saftigen Zusatzzahlungen sind, deren Löwenanteil Deutschland zu tragen hat. Und da habe ich dann im Bundestag formuliere jetzt mal ein EU-Forschungsanliegen, nämlich die Frage, ob nicht nach dem Versailler Vertrag vielleicht doch weit weniger Geld aus Deutschland herausgeholt worden ist, als nach den tollen römischen Verträgen von 1957. Und da gucken Sie, wenn Sie in die YouTube sind, auf das, was 5 Redner weiter, der CDU-Mensch, eine Schande für den Adel, damit der einzige, ein gewisser von Marschall erzählte. Also Sie haben jetzt die Luft anhalten, Sie haben jetzt einen Kriegstreiber vor sich. Ja? Es fiel das Wort Kriegstreiber, weil ich habe ja nicht die Kriegserklärung gemacht, weil gesagt, für die Tagesseiten könnte man erfolgreich in Frankreich Feldzug führen und so. Aber das habe ich noch nicht ausgerechnet, was es kosten würde. Ja. Und dann war ich mal wieder genötigt, Nachhilfe zu machen. Ich kenne das ja aus den ganzen Lehrbetrieben und so weiter. Und das kann wirklich jeder wissen. Es stand hier im Spiegel online sogar. Da hat der berühmte Finanzhistoriker Neil Ferguson, der hat auch das schöne Buch 1998 rausgebracht, Der falsche Krieg. Bezogen auf den Ersten Weltkrieg. Ja, er ist Finanzhistoriker und Oxford-Harvard. Ja, und nicht Sonderhochschule Pusenbrucker. Oxford-Harvard. Ja,
Sonderhochschule Pusemuckel in der Bildungsrepublik Deutschland. So, der Tiere Ferguson aus dem Spiegel. Wenn man sich die europäische Integration als ein einvernehmliches System von Kriegsreparationen vorstellt, so entsprechen die Leistungen Deutschlands etwa denen, die ihm nach dem Ersten Weltkrieg in dem Versailler Vertrag aufgebürdet wurden. Berücksichtigt man nur die Nettobeiträge zum Budget des gemeinschaftlichen Europas, so zahlte Deutschland zwischen 1958 und 1992 mehr als 163 Milliarden D-Mark an den Rest Europas. Ja? Und der Versailler Vertrag, der ist wirklich die Magie der Zahlengeschichte. Es wurde dann in den 20er Jahren ja auch dann hin und her und dann waren die Amerikaner umfinanziert und Ostblatt und sonst was. Bis 1988, ja, da hätte gezahlt werden müssen. Es war dann unterbrochen durch Schickelgruber und so weiter, wurde nach der Wiedervereinigung wieder aufgenommen. Ja? Bis 2010 wurden die letzten Millionen überwiesen. Ja? Und das waren nur, hat jemand bezahlt, wie viel der nominal der Versailler Vertrag gekostet hätte, nachdem die Amerikaner da zweimal drüber geguckt haben? 132. Genau, 132 Milliarden Goldmark waren es gewesen. Ja? Und wir haben also über Obligationen sozusagen mal hier nominal gerechnet, ja, 163 Milliarden D-Mark an den Rest Europa bezahlt. Ja. Und jetzt, wir sind noch nicht fertig, da kommen wir auf den Satz. Dazu kamen 379,8 Milliarden D-Mark an Transferzahlungen ohne Gegenleistung. 17,4% davon entfielen auf offizielle Entschädigungsleistungen wie jener in Israel und einzelne Opfer des NS-Regimes, die wir hier gar nicht problematisieren müssen, ja, sondern die anderen 82,6%. Die gehören problematisiert. Ja? Und da ist es eigentlich so, das ist eigentlich eine Volksverhetzung mit umgekehrten Vorzeichen, die im Jahre 2005 der Elmar Brok gemacht hat. Das ist ja der deutsche CDU-EU-Papst. Ja? Der wurde da von der, als die Franzosen so vernünftig waren und die Niederländer so vernünftig waren, Nein zu sagen zur EU-Verfassung damals. Ja? Da hat er bei der Sendung ja, aber das ist Kriegsgefahr und so, das, was auch Kohl sagte, ja, wenn wir die EU platzen lassen und diese Netze sagen, das ist doch wohl die Unterstellung, dass unsere Nachbarn, wenn wir die Milliarden, sind die Milliarden Schutzgeld, überfallen uns unsere Nachbarn und tollen Freunde, wenn wir die besser. Das ist die Unterstellung, die da drin liegt, ja. Das ist so unverschämt. So. Das sind also die Kosten, ja, und das hat nichts mit ehrlichem Handel zu tun, dass Leute gute Waren kaufen wollen zum vernünftigen Preis, auch bereit sind dafür zu zahlen, nicht nur bereit, sondern auch fähig dazu sind zu zahlen, ohne sich das Geld durch Betrug, bei dem das beim Lieferanten auch noch borgen zu müssen, ja, das ist das Geschäftsmodell. Was bekommen wir eigentlich als Gegenleistung? So, erstens eine EU-Landwirtschaft, die reines Gift für kleine und mittelständische Betriebe ist. Ja? Und auch hier können wir verweisen auf die Erfahrung in Norwegen und in der Schweiz. Da sind die Lebensmittel, also die Wirtschaftsstruktur, die Landwirtschaft ist da eher kleinteilig, von ein paar Ausnahmen abgesehen, ja. Aber kleine, mittlere Qualitätsbetriebe haben da noch eine Chance. Und die Lebensmittelpreise, die sind vielleicht ein bisschen höher, ja, 10, 20, wie viel Prozent auch immer höher. Dafür haben die auch ein höheres Einkommensniveau, ja. Die verdienen 40% brutto mehr oder so was, ja. Und zahlen auch mit Leichtigkeit die leicht erhöhten Lebensmittelpreise. Ja? Es ist also immer noch ein besseres Geschäft für die. So, von daher wäre es auch wichtiger zu sagen, nicht nur wir wollen zurück zur alten EWG und so weiter, da war ja alles so toll. Das ist das Schlimme, wenn man jetzt hier patriotisch mal die bundesrepublikanische Geschichte anguckt, dass eigentlich in vielen Dingen von Anfang an der Wurm drin war. Ja? Und diese Dinge zu benennen und dann zu therapieren, das ist die große Aufgabe. Ja. Inwiefern der Wurm, also die Landwirtschaft, hätte man gleich rausnehmen können, so wie das die Schweizer und Norweger und andere gemacht haben. Die haben die EFTA gegründet, da ging es nur um Industriewaren, die zollfrei geliefert wurden und keine Landwirtschaft etc. Jetzt könnte man sagen, wir sind auch hier konziliant und sagen, ja, in den 50er, 60er, 70er Jahren, Kalter Krieg, tiefster Kalter Krieg, da war es vielleicht noch sinnvoll, die Landwirtschaft zu subventionieren, damit man im Fall des Falles nicht auf amerikanische oder chinesische Nahrungsmittel angewiesen ist. Ja, die Russen liefern ja eh nur Öl und schicken vielleicht irgendwann die ihre Panzer. Das war die ganze Psychologie der Sache.
dass man sagen könnte, sicherheitspolitisch und so weiter, in den 50er, 60er konnte man sich darauf einlassen, aber spätestens in den 70er, 80er und spätestens nach 1990 hätte dieses Fass mal zugemacht werden können, anstatt immer weiter auf. Ja. Also Landwirtschaft, erster Sündenfall, zwei EU-Planwirtschaft, die eine utopische Ergebnisgleichheit dabei subventionieren soll. Alle in der EU haben am Ende das gleiche Pro-Kopf-Einkommen. Ja. Also die Förderkriterien, die dafür sorgen, also stellen Sie sich vor, jemand hat eine tolle Geschäftsidee, kann die vernünftig formulieren, macht einen sogenannten Businessplan und so weiter und dann findet er wahrscheinlich ein oder mehrere Banken, die ihm Kredit geben. Ja? Das ist das Normale. Und jetzt haben wir aber durch diese Subventioniererei eher den Zustand, dass die Leute kein eigenes Geld mehr mitbringen müssen, auch keine wirklichen Geschäftsideen, die mehr taugen als das Papier, auf dem sie stehen, und das EU-Geld läuft, die Subvention läuft. Und Anspruch auf dieses Geld hat man sogar schon, wenn man 10% unter einem Durchschnitt, unter dem EU-Durchschnitt ist. Ja? Also diese rechnerische Gerechtigkeit ist nur, wenn ich nehme ein gesamtes Bruttosozialprodukt, nicht nur das von Deutschland, sondern von allen Ländern, die da drin sind, teile das durch die Einwohnerzahl und dann habe ich die Richtlinie, unter der Geld vergeben wird. Ja? Also das ist ein völliger Unsinn und Skandal. Allein in einem Land wie Deutschland, da hat man nicht nur in Ostdeutschland, sondern auf irgendeiner Insel, wo man im eigenen Hause wohnt oder im Hinterland, ganz andere Lebenshaltungskosten als in der Stadt. Ja? Und der Durchschnitt ist für die einen zu viel, für die anderen zu wenig. Diese ganzen Forderungen, wir brauchen überall die gleichen Stundenlöhne. Wir brauchen überall die gleichen Sozialhilfeansprüche. Wir brauchen überall sonst was. Ja? Also solange nicht überall die gleichen Mieten sind und die gleiche Produktivität ist da, ist das eine völlig unsinnige Sache. Ja? Und die Tatsache, dass noch immer so eine in die Augen stechende Tatsache so genannt wird, sondern einfach so jahrzehntelang Normalität darstellt und mitläuft und alle das nie in Frage stellen und derjenige ist natürlich ein Thema oder so eine Art Nazi, so, der das in Frage stellt. Es ist eine völlig irreführende Zielsetzung, die das Ganze hat. Ja? So, und auf diese beiden Sachen, Landwirtschaft und diese Planwirtschaft mit der Ergebnisgleichheit, da werden zwei Drittel des Budgets verbraten und das letzte Drittel, glaubt mal, ich lese mal direkt ab, die Harmonisierungszwangspolitiken in Bildung, Wissenschaft, Umwelt und Soziales und so weiter und so fort kopieren letztlich nur Modetrends, die allesamt aus den USA kommen. Genderei und Klimahysterie, um nur die krassesten Auswüchse zu nennen. Ja? Also was ist hier an eigenen Sachen gemacht worden? Verdammt wenig bis nichts ist das. Ja? Und selbst die Sachen, wo man sagen muss, okay, technisch, wie war das mit den Satelliten da? Das ist Galileo. Ja? Galileo-Geschichte. Ja? Der französische Staat, den deutschen Staat aus dem Rücken geleiert, das Geld dafür, ja, weil man nicht auf Amerikaner angewiesen sein wollte und was für einen großartigen Nutzen man davon hat, von wegen, dass man theoretisch irgendwelche nicht nur Punkte noch einparken könnte, automatisch, sondern irgendwelche sinnvollen Militäreinsätze vielleicht sogar noch erfolgreich zu Ende bringt. Das ist eine reine Utopie von der hier. Ja, das ist der eigentliche Argumentationsstrang gewesen, warum man sowas gemacht hat. Ja? Letzten Endes wurde hier nur eine parallele Geschichte aufgebaut, die Amerikaner vorher gemacht haben, vorher größer, besser und sonst was. Und ob jetzt der Bereich der Technik oder der Geisteswissenschaften, es wird nur nachgetont, was in den USA ist. Und zwar bescheuerter, als es in den USA selbst läuft. Ja? Weil während in den USA vieles so eine Grille bleibt, da beschäftigen sich Akademiker mit und diese und jene Leute in ihren Nischen, die haben immer noch eine Elite und einen Staatskern, der so funktioniert, der dafür sorgt, das ist doch der Deal zwischen der amerikanischen bösen Oberschicht und dem einfachen Volk oder in Frankreich das Gleiche. Ja. Die schaffen es tatsächlich, ihre Bevölkerung klarzumachen und ihre Politik so zu gestalten, dass die wissen, wenn irgendjemand irgendwo auf der Welt die Butter vom Brot genommen wird, dann unserem Volk zuletzt. Ja, das ist das genaue Gegenteil von dem, was eine deutsche Regierung macht. Ja. Dieses deutsche Regierungsgebaren seit Jahrzehnten, ich nenne es ja nicht nur Wischiwaschi-Politik, Wischiwaschi-Bürgerlichkeit, das ist Wischiwaschi. Ja? Das ist Wischi mit umgekehrten Vorzeichen. Und das Ganze, damit Teile der Exportindustrie schöne Zahlen liefern, Arbeitsplätze, die dann nicht immer ein auskömmliches Einkommen ermöglichen, einen Irrweg. Ein teuer erkaufter Wirtschaftsboom, der
eigentlich keiner ist. Und Sie haben ja auch mitbekommen, die EU hat ja den Friedensnobelpreis bekommen. Ja? So wie Yasser Arafat und Obama und so weiter waren in guter Gesellschaft. Aber ich schlage auch noch vor, dass die einen Wirtschaftsnobelpreis bekommt, die EU, weil die tatsächlich noch, das ist ein bisschen abgeguckt beim Ferguson im Urzitat, weil die EU beweist Tag für Tag und Jahr für Jahr, wie man Schaden auf Weltkriegsniveau anrichten kann, ohne dass dafür ein einziger Schuss abgegeben werden muss. Was bekommt man von all dem? Ich komme zum Ende. Was bekommt man für das viele und oft hart erarbeitete Geld in diesem Moloch EU? Mit dem alten wie neuen Geld werden die wirklichen Probleme nicht mal ansatzweise gelöst. Beispielsweise der fehlende Grenzschutz. Ja? Und wenn jetzt gesagt wird, ja, wir brauchen das viele neue Geld, um den Job zu machen, den wir in der Vergangenheit schon nicht machen wollten oder konnten oder nur so tun als ob, ja. Es ist eine hanebüchende Sache, sondersgleichen. Und ich frage mich auch, was ist mit dem Wahlvolk los? Ja? Also das Wahlvolk, das verhält sich wie gewisse Leute, die auf den Heiratsschwindler einfallen. Ja? Und zwar immer wieder, was man ja noch verstehen könnte. Es ist immer wieder ein neuer Heiratsschwindler oder Schwindlerin. Mal gendergerecht hier. Ja? Heiratsschwindler oder Schwindlerin oder das Ganze auf Transsexuellen, wie auch immer, Jedes Mal ein anderer und this time it's different. Es könnte ja sein, dass es diesmal stimmt, ja? Aber jedes Mal auf den gleichen reinzufallen, das muss man erstmal schaffen. Das ist halt in unserem 57. der Fall. Ich glaube, das ist auch ein wunderbares Schlusswort mit einem Reim, der mir dann noch bei der Rede, bei dem zweiten oder dritten Umschreiben eingefallen ist. In der guten alten Zeit, als der Scheck auch noch bedeckt war, dieser geistige Scheck im deutschen Wesen, einmal noch die Welt gelesen hat, ist heute verkürzt und pervertiert und reduzierbar auf Folgendes. Mit deutschem Geld verwest die Welt.